Hallo, liebe Handballfreunde. Die Saison ist zwar vorbei, aber am 17. Mai findet noch ein sportliches Highlight hier im BSZ Konrad Zuse statt. Zu Gast ist der HC Elf Lorenz Dresden, der frisch gebackene Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 18:30 Uhr zahlreich hier in der Halle erscheint und unsere Jungs anfeuert. Bis dahin. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Wir bauen um im Möbelzentrum Großräschen. Große Schlafzimmerräumung wegen Umbau und Sortimentswechsel. Ausstellungsstücke bis zu 73% reduziert. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Was weg ist, ist weg. Sollten Sie unter den Ausstellungsstücken nicht das Passende gefunden haben, erhalten Sie bis zu 50% auf Möbel- und Küchenneubestellungen und sogar die 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Zwei unbekannte Täter entwendeten am Wochenende bei einer Münztauschbörse in der Lausitzhalle in Hoyerswerda ein rotes Präsentiertablett mit 12 hochwertigen Münzen. Es handelte sich hierbei um 4 Gold- und 8 Silbermünzen. Der Gesamtwert wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weitere Meldungen aus der Region gibt es jetzt. Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie Sachsen sind bei Ausgrabungen entlang der künftigen Ortsumfahrung B96 bei Hoyerswerda auf Spuren aus der mittleren Steinzeit gestoßen. Auf der fast 7 Kilometer langen Trasse ist man bislang an 4 Stellen fündig geworden. Die Arbeiten hatten im November vergangenen Jahres begonnen und werden Ende dieser Woche abgeschlossen. Vor Ort sichergestellt und dokumentiert wurden unter anderem Teile von Pfeilspitzen und Feuersteinabschläge, Knochensplitter, aber auch zum Teil verzierte Keramik. Die ältesten Fundstücke sind zwischen 12.000 und 8.500 Jahre alt. Ein Gespräch mit dem Grabungsleiter gibt es am Dienstag bei uns im Programm. Mehr als 60 Teilnehmer zwischen 3 und 80 Jahren wurden am Sonntag bei der Radeltour der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume gezählt. In Künicht lag der Start und hier in Hippos Beach Bar am Dreiwalberner See wurde eine Rast eingelegt. Gestärkt durch Kesselgulasch, Eis und gekühlte Getränke ging es dann über Knappenrode zurück nach Hoyerswerda. Insgesamt war eine Strecke von 32 Kilometer zu bewältigen. Dabei hatte Tourleiterin Anja Ittmann immer die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Seenland parat. Pfirsich hat wieder einen neuen Maikönig. Das heißt, der neue ist der alte, obwohl der ja so alt noch nicht ist. Nach einem Tänzchen um ihn fällt der Maibaum und Maikönig wird der Junge der Jugend, der dann als erster die Spitze erreicht. Alexander Pelzer war nach dem vergangenen auch in diesem Jahr der Schnellste. Somit behält er für die nächsten 365 Tage den Titel. Er ist der Maikönig von Zeisig, auch 2017. Mit einem Rekordergebnis ist der 11. Durchgang von Schau rein, die Woche der offenen Unternehmen in Sachsen, zu Ende gegangen. Mehr als 1.400 Unternehmen und damit 23% mehr als 2016 stellten sachsenweit insgesamt 3.642 Angebote zur Verfügung. Rund 9.500 Schüler hatten dabei Plätze gebucht, ein Plus um 38% im Vergleich zum Vorjahr. Schau rein ist die einzige sachsenweite Initiative zur Berufsorientierung. Sie deckt ein umfangreiches Spektrum von Berufen ab und besitzt einen hohen Praxisbezug. In keiner anderen Woche des Jahres sind so viele Schüler ab Klassenstufe 7 gleichzeitig auf den Beinen, um Unternehmen kennenzulernen. Vor Ort können sie mit Auszubildenden sprechen, sich praktisch ausprobieren und sogar bei der Unternehmensleitung nachfragen, worauf bei einer erfolgreichen Bewerbung zu achten ist.
2018 findet die Woche der offenen Unternehmen vom 12. bis 17. März statt. Dazu veröffentlichen ab Herbst 2017 die Unternehmen ihre Angebote auf der Internetplattform www.schau-rhein-sachsen.de. Wir melden uns gleich zurück nach einer ganz kurzen Werbepause, also bleiben Sie dran. Zweifel, ob diese Hose wirklich den richtigen Eindruck machen wird, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz ruft in diesem Sommer zur nunmehr 9. Kunstauktion auf. Am 12. August 2017 sollen dabei in der ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz wieder zahlreiche Werke unter den Hammer kommen. Neu in diesem Jahr ist, dass die Auktion und die dazugehörige Ausstellung unter das Thema Figur und Landschaft gestellt wird. Künstler können sich ab sofort mit je einem Werk für die Teilnahme bewerben. Den Anmeldebogen gibt es im Internet unter www.kunstkulturstiftung-oberlausitz.de. Am Samstagabend ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 234 zwischen Neuwiesebergen und Geierswalde tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem Mercedes in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Straßenbäumen kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 51-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Startstraße war für die Unfallaufnahme und zur Beräumung etwa 3,5 Stunden vollgesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz kam zum Einsatz und hat die Ermittlungen übernommen. Am Samstagvormittag erlitt ein Pilot auf dem Sedlitzer See eine Bruchlandung. Der 61-Jährige wollte mit seinem Ultraleichtflieger auf dem See landen. Das Flugzeug ist sowohl für Land- als auch Wasserlandungen geeignet. Durch die glasige Oberfläche, die wie ein Spiegel wirkt, erkannte der Pilot die Wasseroberfläche nicht rechtzeitig und kollidierte mit dieser. Das Flugzeug tauchte in das Wasser ein, wobei der 63-jährige Co-Pilot leicht verletzt wurde. Beide Piloten konnten sich auf eine Tragfläche des gesunkenen Fliegers retten. Ein Mitarbeiter der Luftüberwachung, welcher Augenzeuge der Landung war, nahm den Flugunfall auf. Der Schaden wird gegenwärtig mit 160.000 Euro angegeben. Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz ruft in diesem Sommer zur nunmehr 9. Kunstauktion auf. Am 12. August 2017 sollen dabei in der ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz wieder zahlreiche Werke unter den Hammer kommen. Neu in diesem Jahr ist, dass die Auktion und die dazugehörige Ausstellung unter das Thema Figur und Landschaft gestellt wird. Künstler können sich ab sofort mit je einem Werk für die Teilnahme bewerben. Den Anmeldebogen gibt es im Internet unter www.kunstkulturstiftung-oberlausitz.de. In Senftenberg stand am Samstag für die Hoyerswerder Schwimmerinnen und Schwimmer ein ganz besonderer Wettkampf im Plan. Dabei mussten die Athleten über 25, 50, 75 und 100 Meter an den Start gehen und dabei jeweils einmal Delfin, Rücken, Brust und Kraul absolvieren. Die 4 Einzelzeiten wurden addiert und so die Platzierungen vergeben.
In ihrer Altersklasse sicherten sich Marilyn Wenck den zweiten und Caroline Zieres den dritten Platz. Zum Schluss wurde es noch einmal laut in der Brandenburgischen Schwimmhalle, als bei den Staffelwettbewerben die besten Schwimmer der Vereine die unterschiedlichsten Schwimmstile präsentierten. In Sachsen ist am Montag die diesjährige Badesaison offiziell gestartet worden. Die Gesundheitsämter kontrollieren nun wieder regelmäßig die Qualität der EU-Badegewässer. Dabei wird das Wasser unter anderem auf gesundheitsschädigende Keime geprüft. Als EU-Badegewässer gelten jene, die überdurchschnittlich gut besucht sind, eine große regionale oder überregionale Bedeutung haben und eine gute Wasserqualität aufweisen. In Sachsen sind das zurzeit 33 Seen- und Talsperren. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, entnehmen die Gesundheitsämter kurz vor Beginn der Badesaison eine Wasserprobe sowie in der Regel 4 weitere Proben während der Saison. Zurzeit sind die sächsischen EU-Badegewässer von insgesamt sehr guter Qualität. Damit das so bleibt, können auch die Badegäste zu einem guten Zustand der Badegewässer beitragen. So sollte der Badegast keine Abfälle liegen lassen und die sanitären Einrichtungen der Badestellen nutzen. Auch das Füttern von Wasservögeln und das gemeinsame Baden mit Hunden sollte vermieden werden. Thomas Balko hat einen alten Bekannten wieder getroffen und ihn vor das Mikrofon gezogen. Das Interview sehen Sie nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Viele liebe Zuschauer, die unser Fernsehen schon länger schauen, werden sich noch an ihn erinnern. Er ist Stadtchronist, er ist Schlossherr und Museumsleiter gewesen, Karl-Heinz Hempel. Und ich freue mich, dass wir uns nach so langer Zeit mal wiedersehen, denn immerhin sind es schon 13 Jahre, wo Sie ja nicht mehr in Amt und Würden sind, Herr Hempel. Aber ich sehe, Sie haben sich gut vorbereitet, auch mit dem Stadtwappen von Hoyerswerda. Sind Sie immer wieder gerne mal hier in der Stadt? Das ist so, ja. Ich bin sehr gerne hier in der Stadt. Ja. Sie wohnen ja jetzt schon eine ganze Weile in Meißen mit Ihrer Ehefrau und sind aber dennoch immer wieder mal hier in der Stadt zu Gast. So ist es. Was machen Sie da so? Naja, ich habe Kontakt zu dem Thorsten Vogel und dem Friedhard Vogel. Die sind beide Mitglied. Der eine ist in der Lutherkirche. Und der andere ist in der Schützengilde beschäftigt. Ich bin aber aus dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ausgetreten, 2017. Es hat mir sehr, sehr leid getan, aber ich bin älter geworden und deshalb habe gesundheitliche Probleme auch gehabt und bin deshalb 2017 ausgetreten. Wir dürfen es vielleicht verraten, Herr Hempel ist vor kurzem 75 Jahre alt geworden und da darf ich vielleicht mal eine kurze Episode erzählen, als wir den Termin abgestimmt haben für diese Sendung, da hatten wir uns eigentlich schon auf einen Termin festgelegt, Telefon war aufgelegt und kurze Zeit später sagte er, da können wir gar nicht drehen, da wäre ich 75. Hatten Sie glatt vergessen. Aber es ist so, jetzt haben wir uns gefunden, wollen ein bisschen reden. Der Ruhestand bei Ihnen ist ja eigentlich gar kein Ruhestand, es ist ja mehr ein Unruhestand, denn Sie machen ja noch viele andere Dinge, ne? So ist es. Was denn zum Beispiel? Ich sammle nach wie vor Zinnfiguren. Spezialgebiet ist die Mode
in Meißen. Und bin auch in der amtlichen in der Bodendenkmalpflege noch tätig. Aber da habe ich jetzt auch längere Zeit keine Verbindung mehr gehabt. Und deshalb musste ich erst einmal etwas kürzer treten. Viele, viele Sendungen haben wir ja gemeinsam gestalten dürfen, wo die Stadtgeschichte genau beleuchtet wurde. Ich glaube, es gibt keine Ecke, wo wir nicht irgendwo waren. Vor allen Dingen auch ja im Schloss selber, vom Keller bis zum Boden. Es sind viele Reihen der Hoyerswerder Geschichten entstanden, aber eben auch eine extra Fernsehreihe, die Neustadt wird 50, Glück auf Hoyerswerda. Da haben Sie ja im Vorfeld natürlich fleißig recherchieren müssen. Und die Geschichte Hoyerswerdas ist eine ganz interessante, ne? So ist es. Ist Ihnen noch ein bisschen sowas hängig, wo Sie sagen, das war eine tolle Sache, dass wir das so in der Geschichte festhalten konnten? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja die Entwicklung der Neustadt von Hoyerswerda miterlebt. Und beispielsweise auch diese drei Hochhäuser hier jetzt hier. Ja? Die Entwicklung in der Stadt selbst. Und auch das kennen wir noch jetzt. Das steht ja nur im Museum noch drin. Und auch diese Sache, der Abriss der 4. Polytechnischen Oberschule, das ist ja alles noch im wahrsten Sinne des Wortes im Erleben drin. Sie sind ja, weil Sie gerade die Schule erwähnt haben, vor Ihrer Zeit als Museumsleiter als Schuldirektor tätig gewesen. So ist es, genau so ist es jetzt, ja, wunderschön. Ich habe ja mit den Aufbau der Schule begleitet und habe als Direktor an der Oberschule zum Adler bis 1967 alles mitverfolgen können. 1987, ja. Und ich war auch ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und habe mit den Kindern zusammengearbeitet, mit den Schülern zusammengearbeitet. Und dann bin ich Museumschef gewesen von 1990 an, vom 1.9.1990. Habe das Stadtmuseum geleitet bis 2004 und habe die Museumskonzeption miterlebt, den Neuaufbau einschließlich der Umgestaltung der Ausstellungskonzeption bis 1997 und war auch am Tag der Sachsen daran beteiligt. Das hat mich unheimlich mitgerissen. Das ist 1998 gewesen. Richtig. Ja, ne? Ein großes Event in Hoyerswerda, der Tag der Sachsen, den wir ausrichten durften. Ja, die Sanierung des Schlosses, inzwischen ist sie ja schon wieder aktuell, damals aber auch eine ganz große Geschichte, ne? Ja, das ist eine ganz schöne Sache gewesen jetzt hier, ne? Aber ich habe dort noch nicht weiter reingucken können jetzt hier. Ich habe der Frau Roschmann einen Brief geschrieben, das müssen wir auch so machen erst, ne? Genau. Frau Roschmann, Elke Roschmann, im Museum ja auch zu Ihrer Zeit damals schon Mitarbeiterin, die heute auch noch involviert ist in die ganze Angelegenheit. Wenn Sie die Hoyerswerder Geschichte aus der damaligen Zeit mit der heutigen so ein bisschen vergleichen, also das heißt die Entwicklung der Stadt, und Sie sind ja ab und an noch mal in Hoyerswerda, hat sie sich gemausert, die Stadt? Enorm. Enorm, muss man dazu sagen. Ja, es sind ja viele Neubauten mit entstanden und ich freue mich, auch beispielsweise die Lausitzhalle. Ja, also ich freue mich immer wieder, dass ich in der Stadt sein kann. Sehr schön. Gehen wir mal so ein kleines bisschen aus Hoyerswerda raus, nach Naht, zur Katastrophenschutz- und Feuerwehrschule des Landes. Dort gibt es ja noch ein Relikt vergangener Zeiten, wenn es um das Lager Elsterhorst geht, wo Sie die Ausstellung ganz maßgeblich mitorganisiert haben und aufgebaut haben. Ja, wir haben nicht nur die Ausstellung aufgebaut, sondern es ist ja eine ganze Reihe von Erinnerungen übrig geblieben, wo die Franzosen 1990, unmittelbar nach der Wende, hier gewesen sind. Das waren drei ältere Herren gewesen und einer Vertreter vom Kombinat Schwarze Pumpe, die haben sich sofort erkundigt, wie war denn das überhaupt im Lager Elsterhorst. Und
Dort haben wir natürlich in großem Maße Material zusammengetragen und viele, viele andere Relikte zusammengefunden, um zu zeigen, wie die Entwicklung des Lagers Elsterhorst gewesen ist. Beispielsweise haben die Franzosen, die französischen Offiziere in dem Lager ein Ballett aufgebaut. Das ist alles aus Papier gemacht worden und haben dort auch ein Orchester gegründet. Das haben sie sich zusammengeborgt von den Bewohnern von Hoyerswerda. Also es ist eine wunderschöne Sache gewesen jetzt hier. Und dann kommt noch dazu, da müssen wir jetzt mal nachschauen. Das sind die neuen Hoyerswerder Geschichtshefte, die es ja gibt in regelmäßiger Reihenfolge. Das sind zum Beispiel hier diese Lager, die Ehrenamtlichen, wo das Ballett gewesen ist jetzt hier. Also es gibt dann in diesen Heften verschiedene Dinge, die da abgedruckt sind, die in der Ausstellung aber auch zu sehen sind noch. Ja, so ist es, genau so ist es. Ja, jetzt wollen natürlich vielleicht die Zuschauer wissen, wenn sie da in Meißen sind, jeden Tag, so als, ich sag jetzt so erlaubt, Rentner, die ja eigentlich niemals Zeit haben, was ist denn so jetzt im Moment ihr wichtigster Lebensmittelpunkt? Was passiert da so Tag ein, Tag aus? Ja, da passiert unheimlich vieles. Ich bin ja nach wie vor ein Meißner und wir können ja auch auf die Albrechtsburg und den Dom schauen. Ja? Und da gibt es übrigens auch eine interessante Stelle, wo ein Kausar vorhanden ist. Der ist von Kendler gemacht worden. Aber es gibt natürlich auch seine Probleme, denn 2002 und 2013 hat es ein riesiges Hochwasser gegeben. Ja? Das ist natürlich an den Leuten nicht großartig vorübergegangen, sondern das hat ja die ganze Altstadt überschwemmt mit allen drum und dran. Ja. Aber wie gesagt, ich freue mich immer wieder, wenn ich aus dem Fenster schauen kann und auf unserem Balkon diesen herrlichen Blick auf den Dom und auf die Albrechtsburg haben kann. Also das Herz hängt doch schon an der neuen Heimat in Meißen, aber dennoch immer ein bisschen auch in Hoyerswerda. Viele, viele Jahre hier mit begleitet und alles archiviert und für uns zum Teil ja auch festgehalten, zum Beispiel in dieser DVD, die es ja leider auch gar nicht mehr zu kaufen gibt. Aber da ist wirklich alles, was die Neustadt betrifft, drauf. Ja, Herr Hempel, ich bin unwahrscheinlich stolz, dass wir noch mal so schön miteinander ein bisschen plaudern konnten, so aus dem Nähkästchen, und wünsche natürlich in erster Linie mit stolzen 75 beste Gesundheit und vielleicht sieht man sich ja mal in Hoyerswerda oder wir sind ja auch ab und an unterwegs in Meißen mal wieder. Das heilig, machen wir so. Allerherzlichen Dank für das Interview. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 15. Mai 1966 verließ der letzte Kohlezug den Tagebau Niemtsch. 1940 war der Entwässerungsschacht damals noch von der Ilse Bergbau getäuft worden. Die erste Kohle verließ am 6. Mai 1941 die Grube. Am 20. April 1944 wurde die Umformerstation durch einen Beschuss zerstört. Die Pumpen fielen ohne den Strom aus und der Tagebau soff sozusagen ab. Erst im Sommer 1947 konnte wieder angefahren werden.
Die Idee zur Nachnutzung des Tagebaus wurde vom Landschaftsplaner Otto Rindt entwickelt. Auf seine Anregung hin wurde der Förderbrückenverband vor seiner Stilllegung noch zur Gestaltung des Strandbereiches Großkoschen genutzt. Am 15. November 1967 wurde mit der Flutung des Senftenberger Sees aus der Schwarzen Elster begonnen. 1973 wurde das Naherholungsgebiet eröffnet. Das Elsterwelle Kalenderblatt. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Um 15 Uhr beginnt dann dort die Hausaufgabenhilfe. Gymnastik 50 Plus startet um 8.30 Uhr und 9.45 Uhr im Grünen Hain an der Hufelandstraße. Eine Computerstunde für Anfänger beginnt um 11 Uhr im Plauderstübchen des Nachbarschaftshilfevereins in der Münsterstraße 26. Das ist in der Cafeteria der AWO. Und in Lauter öffnet der NHV um 14 Uhr das Stell dich ein in der Einsteinstraße. Es ist dann dort Spielenachmittag. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können sich am Dienstag ab 13 Uhr Interessierte der Learning Group anschließen und sich bei den Hausaufgaben helfen lassen. Ab 15 Uhr ist Basteln in der Kreativwerkstatt angesagt. Im Natz in Hoyerswerda am Markt hat am Mittwoch ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt geöffnet. Zur Auswahl beim Betätigen stehen dann dort verschiedene Materialien und Techniken. Ab 15 Uhr können Kinder, aber auch Erwachsene im Handarbeitenclub mitmachen. Es können verschiedene Techniken erlernt und ausprobiert werden. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstagnachmittag wieder Familiennachmittag für Kinder, Jugendliche und Großeltern. Sport und Fitness trainiert werden können am Dienstagnachmittag im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz. Von 16 bis 18 Uhr ist geöffnet. Der DLV-Lauftreff startet am Dienstagabend wieder zu einer Runde durch das Dübringer Moor. Treff ist um 19 Uhr auf dem Parkplatz mitten in Dörgenhausen am Abzweig zum Moor. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda läuft am Dienstag um 17 Uhr die Komödie Nichts zu verschenken und um 20 Uhr die andere Seite der Hoffnung. Es ist eine Tragikomödie in einer finnisch-deutschen Koproduktion aus dem Jahr 2017. Regisseur ist Aki Kaurismäki, der auf der diesjährigen Berlinale einen goldenen Bären als bester Regisseur erhalten hat. Nachts leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 10 Grad. Am Dienstag aufgeheitert im Verlauf zunehmend dichtere Wolken, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen wieder bei gut 20 Grad. Der Wind weht schwach. Am Mittwoch zeitweise heiter, trocken und Temperaturanstieg, am Donnerstag sonnig und sommerlich warm, nachts von Westen her Gewitter möglich. Das war die Drehscheibe vom Montag, liebe Zuschauer. Morgen werfen wir dann einen genaueren Blick auf die Ausgrabungsschätze an der neuen Ortsumfahrung. Bis dahin, einen schönen Abend.